Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen halten die beiden ersten Artikel die Gleichheit aller Menschen fest. Und dort steht geschrieben, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ein wunderbarer Satz, aber wir haben es auch 100 Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag noch nicht geschafft. Von Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen kann noch keine Rede sein. Ja, wir haben in Europa viel erreicht. Und heute geht es bei uns nicht mehr zuerst um die rechtliche Freiheit der Frauen. Diese Freiheit haben wir zum allergrößten Teil erreicht. Und mein Dank geht hier an die Feministinnen und Feministen in den vergangenen Jahren und ihren Aktivitäten. Heute geht es vor allem um die gelebte Freiheit, dass Männer die Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ihrem eigenen Männerthema machen, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen Konzern- oder Regierungschefinnen sind. Und es ist fantastisch zu sehen, wie die Freiheitsbewegungen in Nordafrika auch auf uns Frauen in Europa schauen. Sie schauen dabei auf uns, weil wir Vorreiterrollen einnehmen müssen. Und entscheidend ist, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, die Freiheit, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben. Denn dann wird Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit sein und der Internationale Frauentag wird sich vom Gedenktag zu einem Tag zum Feiern der Freiheit wandeln. Herzlichen Dank. Thank you, Madame.